Servus Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Pokémon Go PvP Video in der Superliga mit diesem Team. Und ja, ihr seht es schon, Krypto Knackrack im Lead. Darauf habe ich auf jeden Fall richtig Bock. Kann unter anderem eigentlich Lebensschuss, aber ich zock's mit der Drachenroute, ne, für den guten Sofortattackendruck. Und in der Backline Krypto Tentoxa. Das Ding ist auch richtig geil. Also ja, normal sieht man es ja in der Hyperliga eher, ne, aber Superliga sollte auch gut klappen und Bock machen, ne. Und dann noch Krypto Golbert, denn da hätte ich gerne mal ein Galagladi-Matchup, ne? Denn eigentlich wird ja beides doppelt resistiert, also sprich Laubklinge und Nahkampf. Sofern Galagladi keine Psychokinese oder Synchro-Lärm am Start hat, aber da bin ich echt mal gespannt. Deswegen, ja, gucken wir einfach mal, was wir so reißen können. So, und ja, ich weiß nicht, also das Team hat sicherlich einige Schwächen, aber wir gucken einfach mal. Und natürlich so Eis, ne? Eis im Lead wäre nicht geil. Und sind schon mal ein Score, klar, okay. Und ja, wir schauen einfach mal, wie viel das hier so macht an Damage. Boah, ist jetzt nicht so viel, aber gehst direkt auf Eros. Wie machen wir das jetzt am besten? Du weißt, dass ich nur Bodenattacken habe, ne? Geh mal hier auf die Erdkräfte. Vielleicht finishen die, ich weiß es nicht. Ich glaube eher nicht. Ich mache das jetzt einfach. Ich könnte auch Wutanfall haben, aber ist eher unwahrscheinlich mit der Drachenroute, ne? Deswegen, oh, okay, hat sogar gefinished. Na, ah, Mund hier ist nicht so geil. Ich kann vielleicht noch einen Sandkrab raus. So, und jetzt halt die Sache. Golbert resistiert eine Konter, aber du hast leider den Steinhagel. Dementsprechend. Okay, da habe ich jetzt eigentlich kein Schild erwartet. Dann gehen wir in Tentoxa, denn dann macht die Gifthiebe mehr, ne? Okay. Ah, du hast Donner vielleicht, ne? Soll ich schilden? Soll ich schilden? Ne, komm, ich riskier's. Okay, das ist geil. Oder hast du gebaitet vielleicht sogar? Kann sein. Vielleicht hast du keinen Donner. Aber dann wär's ja auf Spiegelsalbe gegangen. Ich glaube, du hast schon Donner, aber du hast gebaitet, denke ich, ne? Bist jetzt bei viermal kugelsatt. Hört auf den Giftzahn hier. Ich glaube, wenn jetzt der Schild kommt, soll ich dann zurückschilden? Das ist jetzt die große Frage. Ich glaube nicht. Okay. Ja. Nee, schild mal rein. Okay. Jetzt brauchen wir auf jeden Fall hier einen Giftzahn, ne? Das Gute ist, wie gesagt, Konter wird resistiert. Du brauchst hier, glaube ich, schon Steinhagel. Ich würde gern rausgehen. Ich weiß nicht, ob die Wechseluhr schon um ist, ne? Okay, perfekt. Ich gehe rüber. Und yo. Ja, sah schon mal ganz gut aus, ne? Aber ja, müssen wir mal schauen, wie es weitergeht. Natürlich werden wir das noch gut gewallt werden, sicherlich, aber okay, ganz ehrlich, also ich weiß, aber mal gucken, was du machst. Ich weiß, Drachenroute ist leider resistiert, aber Erdkräfte wird gut scheppern. Soll ich baiten? Nee, ich glaube nicht. Ich gehe aber direkt auf die Erdkräfte. Ich werde nicht baiten. Wenn du den erahnst, dann habe ich ein Problem. Guck, wie viel das macht. Wird leider geschildert. Dann schilde ich mal zurück. Ist ein bisschen blöd, aber ich mache das jetzt einfach. Und ja, gucken, was du machst. Wir müssen eigentlich nur einen Lead holen, ne? Den können wir eigentlich holen. 5, 6, 7. Aber wenn das Knuddeluff, Satzenia oder Galagladi Satzenia ist, dann sieht das eigentlich nicht schlecht aus. Wir müssen uns halt den Wechsel holen, ne? Und das hat der Gegner, glaube ich, auch gerochen hier. Du könntest dann, ja, mal gucken einfach mal. Das Ding ist, die Katapulte, die scheppern dann doch schon mehr als, ja, gewünscht. Ja, kriege ich das noch hin? Vielleicht, ich muss mal schauen hier. Ja, aber direkt auf Erdkräfte. Ich weiß, du kannst abfangen. Okay. Das ist halt die Sache, was kommt rein, wenn Galagladi reinkommt. Ich bin sehr gespannt, was das gegen Golbert macht. Aber vielleicht ist es auch ein ganz anderes Team, ne? Wir werden sehen. Okay, Satzenia. Ich gehe in Golbert, ist auch geil. Wenn du Knuddeluff hast, dann gehe ich... Ja, perfekt, okay. Ja gut, das war jetzt Luck, ne? Und ja. Aber ich meine, wenn man... selber Glück hat, dann wird man es natürlich auch hier abusen. Ich krieg vielleicht noch eine Attacke ab, aber ist eigentlich egal, denke ich sogar. Die Frage ist, gehe ich jetzt auf Säurespeier oder Siedewasser? Muss ich mal kurz überlegen.
Ich glaube, ich gehe sogar auf Siedewasser einfach zweimal, ne? Ja, ich glaube, es macht mehr. Und ja, Golbat muss eigentlich nichts befürchten, ne? Denn ja, ich meine, ich glaube, der härteste Move, der jetzt noch kommen kann, ist die Matschbombe. Aber die wird ja auch resistiert, ne? Deswegen, ja, einfach Lack und fertig. Aber ja, auch, ich meine, Boldoros ist halt die Frage, man kann das immer, man kann halt Knuddeluff im Lied spielen oder Sazen oder Boldoros, ne? Deswegen ist halt immer einfach Glück, deswegen, ja, gutes Match. Natürlich hätten wir jetzt den Lied mit dem Schuss sehr, sehr dominant gewonnen, aber ja, ist halt immer. Ja, natürlich, Lehmschuss ist eigentlich besser wahrscheinlich, aber ich hatte irgendwie Bock auf Drachenroute, ne? Deswegen, aber man kann es natürlich spielen, wann man will. So, jetzt ist halt gut, wir resistieren die Einäschern. Dementsprechend können wir erstmal sogar drin bleiben und glaube einfach komplett. Ich gehe auf Erdkräfte. Puh, was mache ich jetzt eigentlich? Ich habe keine Ahnung. Ich würde gerne die Blattgeisel abfangen. Ich versuch's. Ah, leider nicht geklappt. Könnte Donner sein. Aber ich call's jetzt. Komm, ich call's. Und ah, schade, okay. Das hat gefährlich, aber du kannst nicht runterfahren, das ist das Geile. Ich gehe auf Giftzahn, wird es wahrscheinlich nicht schilden, aber ist egal. Und ja, ist jetzt bei dreimal Kugelsatt, ne? Kannst hier den Wechsel holen, aber es ist eigentlich ziemlich egal, ne? Wenn du weißt ja gar nicht, was du ganz hinten hast. Ist jetzt bei 5 gewesen, ne? Das heißt, hast 1 Rest. Ich glaube, wir können runterfahren mit Knackrack sogar. Du bist ja abgesenkt. Ich gehe einfach direkt rein. Sind wir dich schon mal los, ne? Boah, das ist einfach resistiert hier. Ist schon heftig. So, was kommt rein? Ich gehe auf Sandgrab. Obwohl, nee. Obwohl doch nicht. Ist okay, ich weiß, es wird nicht geschildert und so, aber wir haben noch Tentoxa. Und das Geil. Uff, okay. Einfach geschildert. Ich gehe rüber hier. Das könnte. Ist das Schlagbohrer? Ja, ich schild's nicht. Okay, ja, das Ding kann halt auch Schlagbohrer. Und der hat, glaube ich, gefinisht hier. Jetzt schild ich auf jeden Fall. Ich schild einfach, ist egal, wirklich. Und geh dann auf. Oder soll ich schilden? Nee, ich schild nicht. Weil du kannst nicht runterfarmen drüben. Ich weiß, aber du kannst drüben nicht runterfarmen. Denn wir sind von Typ Boden. Jetzt sehen wir mal, was die Erdkräfte machen hier. Ich bin sehr gespannt, was die Erdkräfte hier an Schaden anrichten können. Und ja, natürlich hier wieder auch Lebensschuss wäre besser, ich weiß, ne, aber das ist auch nicht schlecht. Drachenroute ist echt nicht schlecht hier. Und in dem Sinne, ich glaube, es wird ein absoluter One-Shot. Und ja, Krypto, Knackrack, in der Superliga natürlich eher weniger gesehen, aber das hat gepfeffert. Also bis jetzt läuft es wie geschmiert. Ich hätte es mir nicht schöner erträumen können, aber ja, wie schon erwähnt, die werden schon irgendwie, also irgendwann auf die Nase fallen, ne. Aber dann sehen wir es wenigstens. So, Morlord, ja. Ich bleib mal drin, ne? Ich bleib mal drin. Und krieg wahrscheinlich eine Schlammbombe ab, ne? Ist jetzt bei 7. Können vielleicht eine Schlammbombe abfangen. Ich werde es mal wagen. Ist aber hochriskant. Steinkant, okay, war resistiert gewesen. Ist ja sogar resistiert gewesen. Können leider nicht runterfahren. Das ist Nassschweif. Wird auch Schaden machen, ne? Wir sind beide Krypto und ich bin absolut glassy, aber. Also Steinkante. Ah, Moment. Schlammer hat man dann ein bisschen eher. Ja gut, da habe ich jetzt gechoked. Da habe ich jetzt leider komplett gechoked. Ich dachte, das wäre ein Nassschweif. Ja gut, also ist jetzt mein Fehler gewesen, ne? Aber krass, dass du am Anfang auf Steinkante gegangen bist, denn das war ja resistent. Ne, habe ich verloren, leider. Das ist leider nix hier. Außer ich lande einen Spukball, aber. Ich muss jetzt den Kreuzscheren Bait riechen, sonst ist das hier. Ja, nee, okay. Nee, hab ich leider gespissen, ne? Deswegen GG wirklich. Ja, schade. Ich glaube, Knackrack gegen Akub wäre auch nicht so schlecht gewesen. Ich glaube, mit einem Schild hätte man da schon was machen können. Aber ja, ich habe da irgendwie die Counts irgendwie, ja, vermasselt, sag ich mal. Das ist sehr, sehr. Ich glaube, es ist der absolute Konter hier gegen das Team. Das ist nicht gut. Ich muss, glaube ich, drin bleiben. Und ja, hier schilden. Ich denke mal, du wirst auch zurückschilden. Und boah, ja, Sandama habe ich jetzt nicht bedacht beim Teambuilding, aber ja, ich meine, war jetzt eh nicht so das heftige Teambuilding. Egal, ich gehe schon mal hier auf Sandgrab.
Wirst du direkt einsetzen? Ich denke schon, ne? Ah, okay. Schade. Jetzt kannst du halt Sachen machen, ne? Überleben wir einen Schlagbohrer. Jetzt kannst du halt richtig Sachen machen. Boah, das riecht viel Energie leider. Das sieht nicht gut aus. Säurespeier. Und jetzt halt die Sache. Ja, ich kann zwar in Knackrack gehen, aber du hast, glaube ich, einen Eishieb gebunkert. Was nicht sehr geil ist. 4, 5, ja. Nee, das ist nix leider. Ich werde es aber nochmal ausspielen. Und müssen einfach hoffen, ne? Aber ja. Das macht aber sehr viel Schaden hier. Ich gehe einfach auf Sandgrab, sollte finishen. Aber du kannst halt, wie schon erwähnt, jetzt direkt in Sandaba gehen. Und ja. Sehen wir vielleicht noch ein letztes Pokémon, aber ich denke eher nicht. Können wir vielleicht noch irgendwas raus hier? Leider nicht. Und ja. Ich kann eigentlich schon rausgehen. Ja gut, das hat man hinten. Vielleicht nochmal irgendwas gegen Feuer und Kampf stark. Okay, können wir jetzt gucken, wie viel ein Ice-Team macht. Hätten wir das auch gesehen. Und natürlich Lebensschuss wäre halt sehr gut gewesen. Ne? Ich wäre ziemlich schnell zu den Ladeattacken gekommen. Da hätten wir vielleicht eine Chance gehabt. Okay, ja gut, ich meine, Belzer. Das ist auch ein geiles Team, muss ich sagen. Und macht auf jeden Fall Sinn. Ne? Ich meine, vorne Kampf, Feuer und dann hinten. Zumindest die Feuerresistenz. Das lässt sich auf jeden Fall sehen. Naja, erstes Set war auf jeden Fall schon gut. Ich versuche nochmal ein zweites Set und mal schauen, was wir da so begegnen werden. Ne? Ja, leider kein Galagladi gesehen, aber ja, so ist das. Ich meine, hier gibt es so viele Pokémon, die man potenziell zocken kann. Deswegen, ja, schauen wir einfach mal weiter. Das ist sehr, sehr schlecht. Ich gehe in, ja, ich habe eigentlich zwei gute Antworten, aber schau was. Okay, ja. Ich gehe einfach auf Spukball, wenn ich eine Chance haben will hier. So, das Ding ist, wenn du ABB hast, dann ist halt die Frage, was du ganz hinten hast, ne? Okay, du schildest immerhin. 8, 9, 10. Ich habe auf Giftzahn. Ja, gut, okay. Ich glaube, Schilden macht wohl keinen Sinn. Ich gehe einfach all in Tentoxa. Muss hoffen, dass hinten irgendwas ist, was ich bezwingen kann, aber weiß ich jetzt nicht, ne? Oh, Moment. Tentoxa Walt Impoleon. Bis auf Borschnabel, ne? Egal, ich gehe in Knackrack einfach. Hätte auch ein Tentoxa gehen können, theoretisch. Wer kommt zuerst zur Attacke jetzt? Ich schild einmal rein. Und ist, glaube ich, Metall-Sound, ne? Obwohl, das ist. Nee, nee, stopp, stopp, das ist Stahlflügel. Sorry. Du hast Stahlflügel am Start hier. Und das heißt, ich glaube, du kommst immer nach 6 Stahlflügeln zum. Zur Hauptbitze, ne? Hier direkt rüber. Was ist ganz hinten? Okay, Munte, ja. 4. Ja, gut, ich meine. Ich muss jetzt auf die Siedewasserabschwächung hoffen, aber ich glaube, selbst dann wird das hier sehr, sehr eng, aber ich meine, werden es ausspielen? Wir müssen jetzt einfach hopen, dass das hier nicht geschildert wird und die Absenkung herbeibringt. Okay, Moment. Bitte farm. Ah, ganz knapp leider. Das wäre doch wichtig gewesen, ne? Ja gut, ich meine, jetzt brauchst du einfach nur Samenbomben, die werden schon reichen. Wir haben leider keine Schilde mehr. Und ja, schade, ich meine, ihr seht es hier, Gift ist doppelt effektiv. Aber ja, gewinnst leider den CMP und du hast noch ein Schild. Tja, nee, kann man leider nicht machen. Also hätte man sicherlich auch anders spielen können, aber ich wusste jetzt nicht genau wie, ne? Viel macht eine Drachenkröte? Nee, nee, ist leider nichts hier. Auf jeden Fall Elfun wirklich auch sehr interessant. Ja, vielleicht hätte ich doch mit Tentoxa gegen Empoleon kämpfen sollen und halt mit Energie auftanken, aber ja, war mir jetzt nicht ganz sicher, deswegen ja, egal. Okay, du hast leider den Eisstrahl. Nichtsdestotrotz, wir bleiben erstmal drin. Ja. Ich jetzt einfach mal einen Tentoxa hier. Und ja, du wirst teilweise. Okay, ja. Gehen ja einfach auf Siedewasser. Ich weiß, Säurespeier und so, aber vielleicht kriegen wir eine Absenkung. Die würde eventuell helfen, ne? Ich glaube, Säurespeier hätte man auch machen können. Ich meine, dann Gifthieb und so weiter, aber. Hätte es ja sogar ein Säurespeier geschildert. Schade.
hätte ich natürlich gerne einen Säurespeicher eingesetzt. Und ja, wir lassen das hier durch. Wir haben schon mal ein Schild gezogen, ne? Ist auch nicht so verkehrt. Der macht leider ein bisschen Schaden hier. Ich gehe einfach auf Sido-Wasser. Ich hoffe, ich kriege ihn noch raus. Im Gleichstand, glaube ich sogar. Das ist sehr, sehr geil. Und das wird schon ein bisschen Schaden machen. Selbstverständlich. Ding ist halt, Mantax hat noch Energie, ne? Und ich glaube, wir kriegen bei Knackrack noch eine Attacke ab, aber ist mir eigentlich herzlich egal. Auf gut Deutsch gesagt, ne? Egal, wir gehen einfach hier. Können wir nicht vielleicht sogar farmen? Aber ich glaube, ganz knapp nicht, ne? Ich gehe direkt rüber. Du hast zwar immer noch den Eis... Ich glaube, du bist blind auf Aeroas, oder? Ich glaube, du bist blind auf Aeroas, ich hoffe es zumindest. Okay, immerhin. Aber ich weiß gar nicht, wie viel Restenergie du hattest. Was leider nicht so geil ist. Ich glaube, jetzt bist du dry. Ich schild einfach Aeroas, ist egal. Oder wie viel hattest du vorher? Ich glaube, du bist dry. So, jetzt gucken wir mal, ne? Ja, reicht ein Giftzahn. Okay. 3, 4. Ich glaube, ich auf Spukball, selbstverständlich. Wir könnten auch baiten, aber nee, ich glaube nicht. Das ist, glaube ich, nicht der Way to go. Wolltest du einen Giftzahn abfangen? Ja, hätte fast geklappt, ne? Okay. 6. Ja, wahrscheinlich die Schlammbombe, ne? Nee, ich schild. Ah, okay, hätte ich mal nicht geschildet. Hätte ich mal nicht geschildet hier. 8, 9. Okay, gewinnen uns hier ein P. Wichtig. Hätte ich mal nicht geschildet. So, und jetzt halt die Sache. Ich gehe jetzt einfach rüber und direkt auf Sandgrab. Ich weiß, sieht blöd aus, aber vielleicht ziehen wir einen Schild. Wir haben einen Giftzahn gebunkert. Aber ich glaube, das wirst du nicht schilden. Also, ich glaube, das wirst du nicht schilden hier. Okay, du schildest den Sandgrab. Aber ich glaube, wir haben drüben, naja. Ich glaube, Sandgrab hat wirklich kaum Schaden gemacht. Dementsprechend, ja. Eisstrahl ist natürlich der absolute Overkill. Ich glaube, der sollte jetzt reichen, ne? Und ja, konnten das hier meistern. Mantax auch wirklich geiles Pokémon. Macht auch sehr Bock zu zocken. Wenn man halt das Moveset kennen würde, dann würde man eventuell mal nicht chillen, aber weiß es halt nie genau, ne? Hätte auch Wutanfall sein können oder so, aber ja. So, das ist ekliger Lied, aber ich muss leider drin bleiben. Das macht sehr viel Schaden, leider. Wir machen auch Schaden. Ich schild einfach. Ich weiß, sieht saublöd aus, aber wir kriegen eventuell ein Schild zurück. Und machen dann mehr Schaden. Aber ein Podium mit Stahlflügel, vor allem die Krypto-Variante, wirklich sehr, sehr interessant. Und ich glaube, die teilt extrem gut aus. Hab leider nicht die Krypto-Variante am Start, aber ja, die habt ihr, zockt ihr auf jeden Fall. Okay, gut gesniped. Und du hast, glaube ich, Nassschweif und noch irgendwas, ne? Ich gehe einfach hier rein. Ich weiß gerade nicht genau, aber ich gehe jetzt einfach in das Ding. Tentoxer. Ich werde nicht einsetzen. Was hast du noch für ein Moveset? Ich weiß es gerade nicht. Also Nassschweif auf jeden Fall. Und was hast du noch? Ach, Blattgeisel. Hätte ich vielleicht in Golbat gehen sollen. Schade. Hätte ich vielleicht sogar catchen können. Aber ich kenne die Counts nicht genau. Deswegen ist eh egal. Gehen ja schon auf Sido-Wasser. Gehen jetzt rüber. Und haben wahrscheinlich verloren, weil ich dein letztes Pokémon noch nicht gesehen habe. Wenn das ein Galagladi ist, bin ich sehr gespannt, aber ist die Sache, ne? Ist echt die Sache. Ja gut, Impodent hat leider noch Restenergie, ne? Ich werde nicht ein... Ja... Soll ich einfach auf Giftzahn gehen? Ich weiß es nicht, wirklich. Vielleicht kriege ich sogar gefarmt hier. Wenn... Ja, okay, nee. Also es sind, glaube ich, immer 6-mal Stahlflügel, ne? Ich muss noch lernen, ich weiß wirklich nicht genau, aber wirklich gut gespielt, ne? Und, oh, wäre sogar schade, schade. Das wäre interessant gewesen. Ja, schade, das hätte ich gerne gesehen, ne? Denn wie gesagt, Nahkampf, ja, durch Flug und Gift resistiert und Laubklinge auch und ja, egal. So, jetzt halt die Sache, ich glaube, Altarien macht mehr Schaden hier. Aber wir schauen einfach mal, ne? Wir schauen einfach mal. Kriegen wir überhaupt eine Attacke raus hier? Ich glaube eher nicht. Ne? Vielleicht kriegen wir ein Schild. Vielleicht kriegen wir ein Schild und dann gehen wir in... Ja, weiß gerade nicht.
gehen wir, glaube ich, sogar in Tentoxa. Aber er hat es gerochen, leider. Hat leider den Braten gerochen. Schildeneimer. Oder Himmelsfeger. Ja, ich weiß nicht, was reinkommt. Ich lasse es durch. Ich weiß nicht, was reinkommt. Lassen wir erstmal durch. Okay. Deoxys, interessant. Geht direkt auf Silowasser. Habe ich lange nicht mehr gesehen, Deoxys. Aber hat ja eigentlich noch seine Daseinsberechtigung, ne? Ist jetzt bei 6-mal Konter. Schild ist direkt rein. Okay. Na gut, Back-to-Back Psychoschub macht keinen Sinn zu schilden, ne? So, jetzt halt die Sache. Ich habe mein Golbat leider. Oh, Donnerblitz, okay. Okay, wir gehen direkt hier. Konter resistiert. Ich muss leider schilden. 6, 7, ja. Das ist, glaube ich, der Psychoschub. Ich schild mal rein. Und hast du Steinhagel? Muss ich auch schilden. Okay, ja. Vielleicht kannst du abfangen. 3, 4, 5. Ah, schade, hast du nicht eingesetzt. Oh, hast du jetzt eingesetzt, okay. Hast du jetzt doch eingesetzt. Interessant. Was ist hinten? Ich habe keine Ahnung. Ich habe wirklich keine Ahnung. 3, 4. Ich glaube, Giftzahn reicht. Aber Spukball abgefangen, oder was? Ich wollte gerade sagen, Giftzahn reicht nicht. Aber der Spukball wird extrem scheppern. Okay, das war wichtig. Das war sehr, sehr wichtig hier. Wie viel hat Deoxys noch? Ich glaube, Deoxys war... Ah, das ist der Power-Up-Punch, oder? Habe ich mich verzählt. Ja. Ich muss direkt auf Spukball gehen. Denn Deoxys hat leider... Oder gehe ich auf Giftzahn? Nee, ich gehe auf Spukball einfach. Obwohl, nee, das kriegen wir noch hin. Oder hat Deoxys noch... Ja, war das schlau? Ich glaube, das war nicht schlau. Ich glaube, das war nicht schlau hier. Ja, du bist bei 7. Nee, ich habe es, glaube ich, verspielt. Ich hätte einfach auf Giftzahn gehen sollen. Ich war mir nicht sicher, wie viel Altaria noch hatte. 8, 9. Ah, ich glaube, du bist bei 9. Reicht jetzt der Flügelschlag und der nächste? Ich glaube nicht ganz, oder? Ich glaube nicht ganz. Ah, ganz, ganz knapp, wirklich ganz knapp. Ja, es gegen Altaria hätte Giftzahn gereicht und gegen Deoxys auch. Und das mit dem Spukball war eigentlich auch nur Glück, muss ich sagen. Aber sah schon echt geil aus, so ein Spukball gegen Vegetalis, der nicht geschildert wurde, obwohl du noch ein Schild hattest. Es war schon sehr, sehr glücklich, ne? So, gucken wir hier. Skorkler, ja. Bisschen eklig, aber... Ja, ist wahrscheinlich eh nur Aeroas, ne? Oder? Ja, ich lasse es durchkommen. Könnte nur Aeroas sein. Sieht's aus. Wie macht Erdkräfte? Im CMP. Nee, ja, wirst eh nicht einsetzen. Wirst eh nicht einsetzen, ne? Aber ich weiß, es ist übelst resistiert, aber wird schon ein bisschen Schaden machen. Das läuft ich bei 6, ne? Kriegen sogar ein Schild, okay? Hätten sogar auf Sandgrab gehen können. Geht natürlich in Golbat hier. Den ersten lassen wir mal durch, ne? Eros. Können auch Nachthieb sein, aber ich denke eher nicht. Schaufler, okay. Brauchen wir, glaube ich, einen Spukball. Was macht der Gegner? Nee, ich glaube, das war einfach nur Leck irgendwie. Oder das war einfach nur eine... Ich weiß nicht, was gerade los war. 7, 8... Nee. Hast du jetzt 8? Ich habe es gerade überhaupt nicht gesehen, wirklich. Ich lasse es durch und... Ja, wahrscheinlich sieht du was, aber ja. Ich lasse es durch. Säurespeier, okay. Ich habe gerade nicht genau mitgezählt hier. 4, 5. Ja, das ist, glaube ich, der nächste Säurespeier. Ich kann leider noch nicht raus. Also ich hoffe, kein Pokémon mit Konfusion oder dergleichen. Und ich gehe aber direkt auf Siedewasser, ne? Oder wir schauen erstmal, was reinkommt. Säurespeier. Ne, sieht schlecht aus. Du farmst mir hier komplett. Das ist jetzt die Problematik. Ich würde gern raus, aber ich kann leider nichts. Okay, 2, 3, 4, gehen auf Silowasser. Was war denn jetzt los? Ich habe doch gerade... Hä, was war denn jetzt los? Ich habe eigentlich eingesetzt, egal. Ich hatte eigentlich eingesetzt, aber... Ja gut, wir müssen jetzt leider hier ein Schild opfern. Hier aber direkt auf Giftzahn, aber ich glaube, das können wir nicht mehr machen. Denn, ja, nee, das kann ich machen. Du bist zu schnell bei den Attacken. Und CMP solltest du eventuell sogar auch gewinnen. Dementsprechend hätten wir auf jeden Fall
Sido war dann auch gebraucht, aber ich weiß auch nicht, was da gerade los war. Oder Moment, reicht das? Ich glaube nicht, ne? Aber hat sie nicht schon 2 Aquahaubitzen? Ich weiß nicht, ob das reicht. Wir werden sehen. Boah, okay. Glück, also wie war Glück gehabt hier. Ja, das war's auch schon. Und der Connection war ein bisschen eklig, aber jetzt no front, ne? In dem Sinne, ja, also ich meine, ja, Knackrack wahrscheinlich ist nicht zu empfehlen, aber so ein Spaß-Pokémon, ne? Aber Tentoxa? Wieso eigentlich nicht, ne? Wir haben jetzt nicht so viele Feen gesehen und so, aber können wir gerne mal sagen, was ihr so am Start habt, ne? Und in dem Sinne, ja, schauen wir einfach mal weiter. danke auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich wünsche euch hier viel Erfolg und Spaß bei euren Kämpfen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.